Can You Feel My Irish Heart? Angelo Kelly und seine Family bringen uns das irische Lebensgefühl näher. Zusammen haben sie das Album Irish Heart aufgenommen und im Zuge dessen haben wir Angelo und seinen ältesten Sohn Gabriel in Berlin getroffen. Es ist ein Familienalbum, also meine Frau, ich, wir haben ja 5 Kids. Gabriel ist der älteste, 17, und alle haben mehr oder weniger was dazu beigetragen, sei es eigene Songs oder gesungen. Und da wir seit 5 Jahren in Irland leben, ist auch der Sound sehr irisch geworden. Mhm. Es hat uns sehr beeinflusst. Und daraus ist eine Art Irish Folk Pop Album entstanden, würde ich mal sagen. Irischer Sound, ist es auch dein Ding und wie würdest du den beschreiben? Irischer Sound, ja, also ist auf jeden Fall mein Ding, macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Dieses Folkige, dieses aus Irland verbinden mit unseren eigenen Songs, mit dem Selbstgeschriebenen, mit unserer Leidenschaft und unserer Liebe zusammen, das ist was total Tolles. Aber ich selber höre natürlich andere Musik. Zu Gabriels eigenen Soloplänen kommen wir noch einmal später. Die Songs auf dem Album sind eine Mischung aus selbstgeschriebenen Liedern mit traditionell irischen. Somit ist ein sehr eigener Mix entstanden. Hiermit haben wir, glaube ich, auch nochmal was Eigenes gefunden. Auch die Herausforderung, den Popmusik mit irischer Musik zu verbinden, das gelingt nicht jedem und ich glaube, hier passt es ganz gut. Aber ja, das muss man einfach reinhören und wenn man das auch so empfindet, dann glaube ich, habt ihr etwas bei unserem Album, was man sonst nicht überall findet. Die Familie Kelly hat ihre Wurzeln in Irland, welche der Vater von 5 Kindern hochhält. Deshalb holt er zum Thema Irish Heart auch etwas weiter aus. Irland hat nicht sehr viel zu bieten. Also es gibt jetzt nicht wirklich, es gibt da nicht ganz viele alte Gebäude oder irgendwelche Erfinder oder es ist ein sehr armes Land schon immer gewesen, aber es hat sehr viel Humor, es hat Musik, es hat Tanz, es hat so eine gewisse Spirit und ich nenne das das Irish Heart. Das ist das, was egal wo auf der Welt du in Irland findest, der hat so einen Kämpfergeist und der hält sehr fest zu seinen eigenen Wurzeln. Ja. Wenn Vater und Sohn zusammen musizieren und viel Zeit miteinander verbringen, ist die Privatsphäre nicht immer groß. Gefundenes Fressen für Daddy Angelo, der seinen Sohn vor laufender Kamera entlarvt. Oh, Gabriel, jetzt muss ich dich ein bisschen entlarven. Was ist das am Hals, Gabriel? Was? Hier? Oh, ein Knutschfleck. Wie gemein ist das denn? Ich hab extra geschminkt, ja. Er hat nichts gebracht. So gemein, ne? In den 90er Jahren war die Kelly Family ganz oben, letztes Jahr das erfolgreiche Comeback. Am Ende des Tages zählt es, dass Musik verbindet, ob im großen oder kleinen Rahmen. Man könnte natürlich sagen, so die Highlights, 250.000 Menschen vor der Bühne in Wien und solche Sachen. Aber ich glaube, die schönsten Momente sind manchmal sehr unscheinbar. Das sind so einfach Konzerte, die einen so in Ekstase bringen, so ein Glücksgefühl geben, dass du mit den Menschen so richtig eins wärst. Mhm. Das kann in einem Club von 100 Leuten sein und das kann vor 50.000 Menschen sein. Das sind, wenn du so einen Moment erlebst, dann weißt du, deshalb mache ich Musik. Das ist nicht jeden Abend, aber es gibt immer wieder diese Momente, die einen so wirklich, wo du das Gefühl hast von Fliegen. Ja. Die Erfahrungen kann Angelo an seine Kinder weitergeben und jedem seinen eigenen Weg ermöglichen. Tritt Gabriel in die Fußstapfen seines Vaters? So in die Fußstapfen meines Vaters zu treten, wäre nicht ganz so meins. Auch nicht wirklich so in die Musikrichtung. Ich mag es wirklich, die Musik mit meiner Familie zu spielen, aber wenn ich selber Musik machen würde, würde sich das ein bisschen anders anhören. Wie denn? Wenn ich selber Musik machen wollen würde, was auch gut sein kann, deutsche Pop, Poesie, Musik, die liebe ich. Andreas Burani, ein sehr, sehr großes Vorbild. Madeline Junot, Joris. Und das sind wirklich so, ich weiß nicht, ich mag auch einfach diese deutsche Sprache und ich habe auch das Gefühl, dass ich mich dort auch einfach besser ausdrücken kann. Und deswegen will ich versuchen, dort mein Glück zu versuchen. Ob in ein paar Jahren eigene Songs oder jetzt zusammen mit Angelo Kelly und Family. Wir bleiben am Ball und sind gespannt, ob die Kelly Family irgendwann mal in eine dritte Generation geht. Hi, ich bin Angelo Kelly. Und ich bin Gabriel Kelly. Und ihr schaut Bubblegum TV.